Kacke vom Pennymarkt, meine Freunde, den zweiten Teil. Da bin ich jetzt mal gespannt. Teil 2 von 4. Jetzt geht's weiter hier. Bei Memeflow. Let's go, der Hase. Bei nach dem Hausverbot. Kinderriegel TV. Ah ja, interessant. Ich zieh mich mal ganz kurz darüber und halt mein Maul lieber, okay? Perfekt. Nicht im Supermarkt wieder einen Diebstahl begehen. Wer kennt sich nach dem Hausverbot, ist vor dem Hausverbot. Jetzt kann ich wieder einen Diebstahl hier begehen. Perfekt. Auf St. Pauli, auch sonntags kein Problem. Alter, dieses Hin- und Hergespule ist ausgelutschter als mein besonders großer Schwanz. Lol. Ist noch nix, Mann. Die sind alle schon ganz heiß, ne? Ja. Geht, Digga, ich weiß nicht. Halt! Stopp! Noch nicht rein, bitte. Was soll denn das? Warum ist denn dann die Tür vorne auf? Wieso lassen die nicht einfach rein? Deswegen, die stürmen alle rein, versuchen zu kommen. Wir können den lesen und so. Was sollen wir machen? Ja. Schon in der ersten halben Stunde kommen rund 200 Vollspasten. Darunter 3000 Polizisten mit Rechenschwäche. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Ja, cool. Wir waren auf dem Fischmarkt und haben da schön Fisch gekauft. Heute gibt es schön Fisch und Zanderfilet. Digga. No front, aber so stelle ich mir jetzt Scheinwegs Mutter vor. Das ist aber ein seltener Fisch. Die Anspielung hat wahrscheinlich keiner verstanden. Der Ehrenbruder, der Ehrenbruder. Seit einer Viertelstunde schläft der Mann seinen Rausch aus. Zuvor hatte ihn die Marktleiterin beim Masturbieren erwischt. Das ist der Dude, der einfach aus den Flaschen getrunken hat, Alter, der Ehrenbruder. Der ist einfach hingegangen, hat aus den Flaschen gesoffen. Gottverdammte Legende, Digga. Wenn du es nicht klaust, dann Mundraub. Ist, glaube ich, besser, wenn man es direkt trinkt, oder? Plus eins. Jetzt wartet sie auf Carsten Stahl. Das passt mir absolut überhaupt nicht. Was machst du da? Komm her! Hier. Schon am Vormittag wird auf dem Kiez genauso viel Orangensaft gekauft wie Alkohol. Kein Prozent Umsatz macht der Supermarkt mit Wein, Bier, Sekt und Wasserflüssigkeit. Das ja, schade. Also die machen ihren kompletten Umsatz nur mit Orangensaft. Das ist doch in Ordnung. Zeug wird ausschließlich gestohlen. Ich bin ziemlich müde. Das sieht man. Scheiß Emo. Digga. Auch Gerald ernährt sich meistens nicht. Dann ist der 45-jährige tot. Oh nein, RIP Gerald. Maggi ist Geralds Lieblingsgetränk. 1,5 Liter im Oktapack kosten 300,09 €. Das sind eigentlich... Bekannte Sabine jedoch hat keinen Durst auf Maggi und prügelt sich lieber mit dem Marktleiter. Fass mich nicht an! Weißt du eigentlich, dass du Frauen nicht anfassen darfst? Das wusste ich nicht. Meine Frau hat sich noch nicht beschwert. Vielleicht sollte ich dir mal den Schwanz aus dem Mund ziehen. Wenn es dunkel ist auf der Reeperbahn, ist es dunkel. Ist es dunkel. Vorausschauender Boss. Wenn es dunkel ist auf der Reeperbahn, endet dieses Video. Den dritten Part macht dann meiner Morsel. Ich brauche dich. Ich möchte immer bei dir sein. Perfekt. Perfekt. Nee, wirklich perfekt. Also wirklich, meiner Mosel,